Du willst mit dem Pfadfinder von Level 7 auf Level 8 kommen, weißt aber nicht weiter? Kein Problem, schau dir einfach das Video hier an, da weißt du genau, wie es geht. Du musst 50 Gegner mit einer Feuerwaffe töten, 3x3 Gegner mit zwei verschiedenen Schusswaffen töten, einen Kopfschuss aus mehr als 250 Metern vollziehen, inklusive Tötung, also kein Schwergewicht, und 20 Gegner töten, ohne entdeckt zu werden. Alles sauber, nichts zu berichten. Bei mir rührt sich auf. So. Setze die Nachtsichtbrille auf. Schön. So, wo haben wir denn hier noch irgendwas? Hier waren wir in der letzten Folge. Was ist denn das hier? Sieht vielversprechend aus. Gehen wir dort mal hin. Mit dem könnte ich einen Kopfschuss aus mehr als 250 Metern hinkriegen, eventuell. Ich weiß nicht, wie der Bullet Drop von der G28 ist auf die Distanz, aber das ist das natürlich ein blödes Gefälle hier. Aber das laut Kommentaren nicht sehr stark. Ach komm, ich töte die einfach so. Die sind hier oben gut platziert. Ich könnte natürlich da hinten hin, aber hey. Gegner gibt's noch genug. Scheiße, wir werden angegriffen. Runter! Ist noch einer. Die Sau endlich um. Bin ich natürlich entdeckt worden, aber das ist ja wurscht. Haben wir noch genügend Gegner, die wir töten müssen. Hier war doch eine Scale-Credits-Kiste, oder? Da. Scale-Credits. Und zwar ganze 1000. Was ist das? Achso, ein Schild. Na, schauen wir mal, wo gehen wir denn dann hin? Wo gibt es denn viele Gegner? Auf Golem Island natürlich, ne? Aber... Der Flughafen von Aurora. Und hier der Hafen. Wir könnten theoretisch... Komm, wir gehen dahin. Nicht lang überlegen, einfach machen. So. Dim, 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 dim. So, wir sind... Ich weiß ungefähr, wo wir sind. In welche Richtung wir schauen. Das heißt, in die Richtung müsste eigentlich... Glaube ich, der Hafen sein. Oder? Das ist auf jeden Fall ein taktisches Depot. Und der Hafen ist da. Gut. So, wo war das taktisch? Da sind überall taktische Depots. Na gut. Nachtsicht an. Und hier gibt es die Vidyas. Vidyas ist eine sehr, sehr geile MP. Es ist ja quasi ein Sturmgewehr in MP-Form. Richtig geil, gute Reichweite. Nicht so hohe Feuerrate, aber guter Damage-Output. Und ja, so, schauen wir mal, wie weit ist der Knecht hier denn weg. Das sind leider nur 113 Meter. Hier ist aber auch zu viel Dingens. Zu viel Fauna. Nee, Flora. Das war ich irritiert. Oh. Vielleicht lade ich mal den Primärwaffe nach. Aua. Bin ein bisschen verletzt. Oh shit. Spiel? Ich glaube, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Hallo? Hallo? Spiel? Ja, bin gleich wieder da.
Jo, da ist das Spiel ganz hart abgestürzt. Hat sich richtig aufgehangen. Hat sich nicht mal mehr beenden lassen. Auch nicht über den Taskmanager, weil das Bild einfach permanent oberhalb allem anderen war. Auch über dem Taskmanager. Ich konnte nichts mehr machen. Ich musste mich abmelden und noch, also vom Windows komplett abmelden, nochmal neu anmelden. Jo. So, jetzt hat er natürlich auch die letzten Kills, die wir gemacht haben, nicht gezählt, aber was soll's. So, wir haben da hinten. Ja. Es hat aber auch was Gutes, denn ich habe gesehen, dadurch, dass ich in OBS in der Bildschirmaufnahme war, anstatt in der Spielaufnahme. Also, wenn die letzte Folge und die erste Hälfte dieser Folge, also bis jetzt, nicht so geil war, was die Framerate angeht, dann entschuldige ich mich. Ja, 250 Meter sind echt verdammt weit. Und dann auch noch ein Kopfschuss. Es hat geklappt. Und dann auch noch ein Kopfschuss und einfach First Try, Alter. Geil. Krass. Richtig krass. Geil. Ich lad mal nach. Geil. Wer rennt denn da noch um? Was ist denn mit mir los? Habe ich Aimbot an oder was? Ich zweifle an mir selbst. Ich habe nicht mal ein Aimbot installiert oder so, aber... Gibt es für Breakpoint überhaupt ein Aimbot? Bestimmt. Gibt für alles ein Aimbot. Zwei verschiedenen Schusswaffen. Mit der Tarnung können wir uns ja sehr nah anschleichen. Wobei, die ist hier noch gar nicht viel aufgeladen, ne? So. Ich hab echt genug von dir. Innerhalb von 3 Sekunden. Hey! Hey! Hat's geklappt? Ja, hat gezählt. Gut. War mir nicht mehr sicher, ob ich den getroffen habe. Gut. So, einmal. Müssen wir noch zweimal machen. Wo wollten wir eigentlich eben hin? Zum Hafen? Jetzt gehen wir. Na gut, dann laufen wir jetzt halt woanders hin. Ich höre hier Stimmen und da laufe ich doch zu den Stimmen. Wie viele Gegner haben wir denn hier? Auch nur der eine. Das ist ja doof. Ziemlich gut. Alles sauber hier. Hier ist was nicht gerendert. So. Taktisches Depot. Ich dachte gerade wirklich, ich habe ja in die Richtung geguckt. Ich dachte, das ist halt einfach nur ein komisch geformter Stein. Gar nicht realisiert, dass das ein taktisches Depot ist. So, jetzt brauchen wir nur noch Gegner. Das ist ein Heli, dann ist da auch irgendwo ein Gegner. Alte Breakpoint-Regel. Hier gibt es die KSG 12, die Schrotflinte. Ja, irgendwo sind hier welche in der Nähe. Das mag sein, aber ich sehe halt keinen. Wirklich kein Gegner hier? Toll. Ich eben noch so rum klug geschissen. Von wegen alte Breakpoint-Regel, die ist das. Ah doch, da ist doch einer, siehst du? Gott sei Dank, gerade noch mal Ehre gerettet. Komm, gib nicht so an.
Doch. Guck mal, die Zivilisten haben gar nichts mitgekriegt. Ich glaube, in Gebäuden würde ich tatsächlich gern die First-Person-Ansicht aktivieren. Zählen die auch als Gegner? Achso, das ist eine Kiste. Ich dachte, das wäre so ein Ausweis-Scan-Troide. Troide. Troiden sind was anderes. Wieso wenig Gegner? Was soll das? Bin ich jetzt umsonst hierher gelaufen oder was? Tja, nun. Schalten wir gerade in die Ego. Einfach mal aus dem Fenster zu schauen. Sehe ich ein bisschen mehr. Da hinten. Sind die natürlich gerade gut gedeckt. Ich sehe gar nichts mehr. Aber ich habe sie beide erwischt. Nice. Fenster schießen ist nicht so geil. Weil die Fensterscheiben hier halt nicht komplett zerplatzen, sondern halt nur Löcher kriegen. Ein Sniper. Ich hab ihn erwischt. Nice. Richtig geil. Ist übrigens sehr gut im Geheimeinsatz einfach so press vor einer Fensterscheibe zu stehen. Wow. Sonst noch irgendwo jemand? Habe ich Fernglas ausgerüstet zufällig? Nee, gerade nicht. Das können wir aber ändern. Den Angriffsmarkierer brauche ich jetzt eh nicht. Huch. Ja, Fernglas funktioniert gut in der First-Person-Ansicht. So, da hinten labert irgendjemand. Unten wahrscheinlich. Da hinten sind noch welche. Gut, dann schnapp ich mir die. Wenn ich sie krieg. Beide gekriegt wieder. Geil. Richtig geil. So, da brauchen wir noch 27 Gegner. Gehen wir wieder raus hier. Hat hier irgendjemand gerade eine Leiche entdeckt? Ach, guck mal da. Servus. Ziemlich gut. Ach, guck mal da. Kann der mal sterben jetzt? Einfach das reinste Killhaus hier. Nice. Und wir haben auf jeden Fall auch gerade so nebenbei die 20 Gegner ohne entdeckt zu werden geschafft. Also, perfekt. Perfekt. Ich würde sagen, wir hauen hier ab. Schnappen uns den Heli und dann sind wir weg. Dann schauen wir aus der Luft, wo wir hin können. Am besten wären noch zwei so Patrouillen. Also so Zweierpatrouillen oder die halt so in der Pampa rumstehen. Für die. Nö, bin gar nicht hier. Du irrst dich.
taktisches Depot in der Nähe. Das ist schön, dass da ein taktisches Depot in der Nähe ist. Brauchen wir aber gerade nicht. Das hinten ist ein Gegner, ne? Ein Einzelner? Komm, den überfahren wir mit dem Heli. Nein! Die Drohne lag auf dem Heli. Ich konnte nichts dagegen tun. Krieg nicht mal die Teile dafür. Na gut. Dann weiter mit dem Buggy. Ich werde die schon finden. Ich weiß, hier vorne sind normal immer noch Patrouillen. Guck mal da. Da haben wir doch auch eine Patrouille. Naja. Eine Wache, besser gesagt. Sind zwei Gegner. Wird schwierig. Richtig gut. Hat gereicht, sehr gut. Vorne dürfte noch irgendwo eine sein. Da. Ist halt schön, wenn man eine gewisse Zeit, gewisse Anzahl Spielstunden in Breakpoint hat und weiß man halt einfach, wie das Spiel läuft. Ne? Auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite schade. So, damit haben wir die. Perfekt. Dreimal drei Gegner. Zwei verschiedenen Schusswaffen. Innerhalb von 3 Sekunden. Ach, guck mal, da haben wir 6 Gegner. Wie viel brauchen wir noch? 18. Lass mal nachladen. Zur Sicherheit. Er geht hinter nichts in Deckung. Er auch. Ach ja. So. Noch 12 Gegner. 12. Schauen wir mal, wo können wir uns denn hin? Wo können wir denn hin schnell reisen? Was haben wir hier? Wohnanlage Polaris. Hier weiß ich nicht, was es ist. Da könnten wir aber mal gucken gehen. Ist was Großes, definitiv. Und ja, ich habe mit diesem Speicherstand die Karten noch nicht ganz aufgedeckt. So, das ist da. Das Ding hier, ne? Checkpoint Viper Charlie da vorne. Ich weiß aber genau, warum die hier beim Pfadfinder immer überall sagen, ja, töten sie so und so viele Gegner mit einer Feuerwaffe, weil sonst wird halt jeder einfach hingehen und das Amaros-Interface, beziehungsweise den, ja, die, also die Klassentechnik halt benutzen. Würde ich definitiv so machen. Wir brauchen noch ein paar Kills. Naja. Feinde, Schmeinde. Oben ist keiner drin, oder? Nö. Ich schätze, es ist ein Checkpoint mit 2 Leuten. Hinten kommt ein Auto. Einer steht da. Okay, es sind vielleicht 3 Leute dann. Was, wir wurden gar nicht entdeckt? Laber doch keinen Müll. Er hat gesehen, dass seine Kameraden tot sind, mehr nicht. Komm, gib nicht so an.
verlangsamt. Weiter, genau so. Ist das ein Scharfschütze? Wo ist da ein Scharfschütze? Ach, guck mal an. Shit. Bin ich verletzt? Nee, nur ein bisschen verwundet. Oder umgekehrt? Keine Ahnung. Hab ein bisschen Leben verloren. Fertig. Guck, hier steht 1337 und 29 Grad. So. Was haben wir denn hier? Waffenteile. Brauche ich bei dem Account zwar nicht, aber so bei diesem Speicherstand, aber wir brauchen auf jeden Fall noch 6 Gegner. Pieps, pieps. Juri könnte mal wieder scannen. Zeit für die Nachtsichtbrille. Oder kann die hier bei dem Speicherstand noch nicht scannen? So, noch 5. 5. PFUMPF 5. Rauchen ist schlecht für die Gesundheit. Au. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Das war mein Kiefer. Au, verdammt. Hallo? Ich hätte nicht gedacht, dass ich durch die Hecke durchphasen kann, aber offenbar kann ich's. Wie viel brauchen wir noch? 3. Zivilisten, ist eine Wohnanlage definitiv. Und zwar die Wohnanlage Vega. Immer noch nichts. Ja, das denke ich mir auch. Wo seid ihr denn alle? Kommt schon. Nur noch 3 Gegner. Kann doch nicht so schwer sein. Und da waren wir gerade. Ich könnte mich auch umbringen. Dann respawnen die Gegner. Oder halt woanders hingehen. Es regnet, die Erde wird nass. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Ist doch sonst immer einer. Da ist er doch. Ich kann ihn so treffen? Nee, bestimmt nicht. Aber so. Und da ist der andere. Guck mal da. Moin. Fehlt nur noch einer. Hallo? Er hat halt einfach gar nichts gestrahlt. Lol. Damit sind wir auf jeden Fall auf Level 8. Herzlichen Glückwunsch.